Willkommen meine Damen und Herren zum heutigen Top 10 CSGO Skins Video. Die Glocks sind heute dran. Und vergesst nicht, heute ist der letzte Tag fürs Knife Giveaway im Livestream. 18 Uhr geht's los. Auf dem 10. Platz liegt die Glock 18 Grinder. Nicht so extrem besonders, aber schon ziemlich cool, ja? Da machst du nichts. Die Farben und so weiter, geiles Ding. Gucken wir mal rein, was die so wert ist. Guck mal da, Fabrik neu 65 Cent. Also, das ist doch super. Das ist doch ein leckiges Angebot, oder? Mit Stat-Track? Okay. Platz Nummer 9. Bunsenburner. Ja, oder? Nicht extrem auffällig, aber schon hübsch. Kostentechnisch stehen wir da auch eigentlich ziemlich... hier, warte mal, wo ist ein FN? Da. 72 Cent, 69 Cent in FN. Ja. 3 Euro direkt. In Super FN. Warum ist die jetzt so teuer? Achso, weil die oben so gelb ist, oder was? Die hat tatsächlich mehr Kontrast. Da ist es grün schon. Ist es besonders? Scheint so. Nuclear Garden. Die abgefaulten Köpfe des Grauens mit Knöchelchen noch drumherum. Hier, Obacht. Nicht so gesund. Fällt vor allem stark in mein Farbschema rein, ne? Aber was sagt der Preis? Schon irgendwie viel. Also dafür ist sie dann doch irgendwie zu, ja, nee. Komm, 1 Euro hätte ich, glaube ich, gemacht. Mit der Track. Und zum Crowny-Sticker. Aber so? Naja. Platz Nummer 7, die Glock 18 Fade. Auch sehr schickes Teil. Schade, dass es nicht über den gesamten Griff geht. Das finde ich generell bei den ganzen Skins oder bei den vorhergegangenen Skins eher schade, dass es dann nicht richtig schön drüber geht. Das würde den Wert auch nochmal deutlich anheben. Aber naja, müssen wir uns halt damit zufrieden geben. Was sagt denn jetzt der Baronje dazu? Scheinbar wird die Waffe eher selten verkauft. Auf anderen Seiten finde ich nur 320 Euro, aber so gut wie keiner hat's. Naja, ist wohl eher halt einfach ein Ding, was man vielleicht behält oder was gar nicht so rausgegeben wird. Ich weiß es nicht. Platz Nummer 6, endlich auf der gesamten Waffe, und zwar die Glock 18 Offworld. Sie wirkt direkt rausgerissen aus so einem Comic-Cell-Shader-Game, vielleicht auch Halo. Sehr schöner Artstyle. Aber ist die auch so selten? No. Die gibt es doch sehr oft hier, guck mal da. Also auch in verschiedensten Preiskategorien, 9 Cent bis hin zu... Ist hier auf der, oh Gott, 2 Seiten? What the fuck? Da gab es wohl mal einen richtigen Ansturm an Verkäufen. Beziehungsweise an Drops. Ah ja, guck mal da, Minimum wäre 16 Cent. Ah, schön. Schön. Die Oxid Blaze liegt auf meinem 5. Platz, und zwar die Waffe mit dieser Seriennummer. Auch ein schönes Teil. Guck mal, hier ist Stat-Track dran. Ein Scope ist mit dabei. Flammen. Also Oxid-Flammen. Also eigentlich eine schöne Rust-Cold-Wumme. Herrlich. Das ist das Letzte, das du siehst, kurz bevor du zerfistet wirst. Hier so einen weißen Penüpel und so einen braunen Griff. Boom. Und ich nehme auch an, dass es bei dem Teil so ist, dass wenn du hier so ein verranztes nimmst. Okay, gut, naja. Alles klar, ne? Ich dachte, das wäre irgendwie cooler, aber ich habe mich scheinbar geirrt. Preismäßig, wie eben schon gesehen, in diesem Bereich, wobei es dann hier auch schon recht schnell hochgeht. Wie sieht's auf FN oder Minimalware und FN aus? Da kann man schon mal... Ach, guck mal. Da würde ich natürlich jetzt sofort zuschlagen, ne? Guck mal hier. Hier, guck mal da, 22 Cent. 19 Cent. 17 Cent. Ich denke, es ist unschwer zu erkennen, aber dennoch sage ich es nochmal für alle, die vielleicht blind auf beiden Augen sind. Das Ganze hier ist in Kooperation mit Skin Baron, ja. Verkaufe deine Skins jetzt für bares Geld. Da hast du halt direkt das Geld, ne, das du dir dann auszahlen lassen kannst auf dein Bankkonto, PayPal-Konto und so weiter. Und das ist nicht irgendwo eingebunden in Steam oder sonst wo oder auf irgendwelchen Seiten, wo du wiederum noch mehr Skins einzahlen musst, bis du irgendein Limit hast, damit du auszahlen darfst und so eine Scheiße. Hier kannst du einfach einen 17-Cent-Skin verkaufen und die 17 Cent dann auch zu dir holen. So, Link ist in der Beschreibung. Auf dem 4. Platz liegt bei mir die Glock 18 Warhawk. Und jetzt wird es auch wieder knapp, gell? Jetzt kommen nur noch 3, 2 und 1. Ihr könnt also wieder raten, was da wohl auf meinen ersten 3 Plätzen liegt. An sich ist es ja gar nicht mehr so arg schwer, wenn ich euch diese Hilfestellung gebe. Guck mal hier oben, da sind generell halt alle drin, die es so gibt überhaupt. Ja, der Warhawk ist, denke ich, muss man gar nicht erklären, ein ziemlich geiles Teil mit dem Mund hier vorne drauf. Bömpchen, Seriennummer. Warum ist hier kein Mund? War die nicht immer beidseitig? Oh, da ist ein Herz. Alles klar. Leute, da ist ein Herz drauf. Hallo? Habt ihr das schon gesehen? Aha, direkt ganz viele in Steady Track. 10 Cent, wir gucken mal rein. Trotzdem noch geil. Okay. Ja, und in FN? Wo ist denn dann da überhaupt der Unterschied? So, Minimal wäre jetzt zum Beispiel. Bumm. Exakt die gleiche Waffe. Leute, kommen wir zur Top 3. Und denkt dran, jetzt ist dann gleich Livestream, gell? Dazu kommen aber zackig. Ich denke, vielen von euch war es bewusst, dass diese Weasel wahrscheinlich, also zumindest irgendwo in den Top 3 rumrangiert. Und hier ist sie auf dem 3. Platz. Aloha-mäßig mit solchen Pflänzchen. Ich hatte früher mal eine Badehose mit so Dingern drauf. Hier mit so Pflanzen. Ja, ja. Sehr schickes Teilchen. Und halt mit dem Weasel drauf. Über die gesamte Waffe mehr oder weniger. Da machst du nichts. Preis. Wo ist denn jetzt hier gerade mal so eine schöne? Guck mal, Einsatzprobe 38. Fabrik neu 5 Euro. Okay, okay. Da oben war eine für 2, ne? Guck mal hier, Fabrik neu 2,38.
die sogar noch Fabrik neuer war als die für 5. Das sind 10 Euro, eine für die. Also da müsst ihr echt genau drauf gucken, dass ihr schnäppchenmäßig auch gut zuschlagen könnt hier. Platz Nummer 2. Da haben wir die Wasteland Rebel. Kill them all. Und das hier vorne, keine Ahnung, was das sein soll. Guck mal da, was steht da? Mila. Oh. Eine Liebesbotschaft auf einer Waffe. Das hier ist das Ding von den Tees, ne, mit den Messern. Die Cities haben das Diffuse-Zeichen oder sowas. Hier auch wieder die Waffe. Mila heißt das hier vielleicht. Mila? Keine Ahnung. Aber wie sieht es mit dem Preis aus? Da muss man schon etwas in die Tasche greifen, um dazu zu schlafen. Boah, ist der Track, okay. Wem es gefällt, der schlägt zu, ja, ist klar. Und jetzt kommt er. Der erste Platz. Da haben wir die Water Elemental, die Main Glock des Grauens. Also wenn man das Teil hat, dann rennt's. Ich habe mit dem Teil jetzt ganz ohne Flachs, als ich diesen Skin bekommen habe von euch, habe ich nur wegen dem Skin angefangen, die Glock zu spielen. Ich habe früher immer direkt gekauft in der ersten Runde, weil ich die Glock nicht spielen wollte. Aber ich fand den Skin so dermaßen edel, dass ich halt die Glock dann immer wieder drin hatte und dadurch natürlich auch besser geworden bin, weil ich halt mit ihr gepracticed habe. Und mittlerweile bin ich mit der Glock gar nicht so übel. Beziehungsweise ich kaufe zumindest in der ersten Runde nicht ein. Die Glock ist eine vollkommen in Ordnung gehende Waffe. Empfand ich früher nicht so. Früher fand ich sie so, mit der kann man doch nichts machen. Und bevor ich diesmal den Preis vergesse, wie letztes Mal, gucken wir mal nach. Für die kann man schon so ein bisschen was hinlegen. Ist halt auch echt ein krasses Teil, also die ist wirklich fett. Mit Steady Track. Wir gucken uns mal meine Main an. Das ist die Dummbabler. Welcher wie es ist, ich war ja dabei. Mit dem Teil ist es dann gerannt. Ich habe wirklich sehr ungern die Glock gespielt, aber jetzt... Her mit dem Ding. Soweit zur Glock 18. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zusehen. Ich habe mich gefreut, dass ihr jetzt schon die letzten paar Tage gefragt habt, wann das neue Top 10 Video kommt. Die Dinger sind angenehm zu produzieren und ich kann eben auch mal wieder so auf den neuesten Stand kommen, was halt Skins angeht, weil ich mir alle Skins anschaue, um diese Liste zu erstellen. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Kommentare und für eure Top-Listen, die ihr mir hier reinschreibt. Wir sehen uns dann jetzt im Livestream. Kommt dazu. Macht's gut und bis gleich. Ciao.